bon après-midi, messieurs, dames, cet honneur sacre de la chorale profane. Einen wunderschönen guten Nachmittag. Mein Hobby ist Altfranzösisch. Der Titel dieses Podcastes ist Altfranzösisch und auf richterliche Anordnung. Ich befinde mich hier in einer sogenannten Genossenschaftswohnung. Das ist eine Wohnung eines gemeinnützigen Bau- und Wohnvereins, der noch zu gründen ist. Darf ich bis Anfang Mai keine Musik machen. Deshalb habe ich die Musikbücher an die Seite gelegt und lese momentan La France de la Révolution et de l'Empire, quasi manuell, von Püff. Ja. Und passend zu meinem Hobby Altfranzösisch, und das erzähle ich gerne jedes Mal. Das Buch ist aus dem alten Montpellier, das heißt mittlerweile anders, das heißt mittlerweile Mayenne, und es ist die Premier Rue du Docteur Sauvé, wo das gedruckt worden ist, und das ist Altfranzösisch, und da steht an der Straße, da steht drunter, wie man das ausspricht, das ist schön. Wer das Hobby Altfranzösisch hat, der kennt das Haus, der war da schon mal und hat auf dem Schild gelesen, wie man das richtig ausspricht und wie man das früher ausgesprochen hat. So, im Abschnitt L'Ancien Regime bin ich bei Le Gouvernement angekommen. Davor war, glaube ich, gleich nach, ein Zeichen war ich weg, Le Roi, richtig. Ich habe was vorgelesen. So. Es gilt der Absolutismus, tout est décidé par le roi, assisté des ministres et de conseil. Und dann wird hier aufgeführt, was für Minister es gibt und was für Conseils es gibt. La France est divisée en 40 gouvernements. Frankreich ist aufgeteilt in 40 Gouvernements und wichtig ist noch der Satz: Choisi dans la haute noblesse, le gouverneur n'a pas de pouvoir et sont consignés à Versailles. Wegen ihrer hohen Noblesse, ihrer ganz besonderen Herkunft haben die Gouverneure keine Macht, n'ont pas de pouvoir, und werden nach Versailles geschickt. Die bilden den Hof, die Gouverneure der 40 Gouvernements, Provinzen, Gouvernementes. Und jetzt sage ich einfach mal, mein Französisch ist noch nicht so gut, das einsprachige Wörterbuch liegt im Keller. Ich lese einfach mal weiter vor. L'autre division, la généralité ou intendance, est plus récente. Il y a 36 généralités dirigées par des intendants nommés par le roi. En briquet. À la différence des juges ou des agents des finances qui achetaient leurs charges. Briquet terminé. Les intendants ont des pouvoirs très étendus de justice, police et finances qui en font les représentants du roi en province. Il constitue le rouage essentiel et il constitue le rouage essentiel de la centralisation. Les généralités sont divisées en bailliages et sénéchaussées. Weiß ich nicht, was das heißt gerade. Bailliages et sénéchaussées ou encore élections. Les intendants ont des agents dans ces divisions. Les subdélégués
Genome Baröl. So, und spätestens jetzt brauche ich das einsprachige Wörterbuch. Mache ich mir mal hier ein Zeichen, da ein Zeichen, und dann geht es morgen weiter und ich muss in den Keller gehen und das raufholen, damit ich den Abschnitt verstehe. Ich bin an der Stelle leider noch nicht gut genug. Deshalb tschüss, bis morgen. Thank you.